Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Yokohama GoFest hat angefangen. Pikachu mit Weihnachtsmütze ist heute am Start. Und verschiedene GoFest-Quests sind am Start. Ich kann euch mal ganz kurz sagen, was es als Belohnung gibt. Es gibt Quapsel, der ist neu. Noturzel, Schwalbini, den brauche ich noch. Wablu und Schnäppke. Schnäppke brauche ich auch noch. Vor allem zwei, weil männlich und weiblich. Und jeden Tag ein anderes Pikachu mit Hut. Heute ist Weihnachtsmütze dran. Von dem habe ich schon genug. Habe ich einen Shiny, habe ich einen 100er. Auf jeden Fall, es ist 11 Uhr. Ich bin heute ein bisschen früher fertig geworden mit der Arbeit. Und jetzt sehe ich halt dieses Video hier. Und danach, normalerweise mein Alltag besteht darin, Quests zu machen. Hauptsächlich Pandir. In letzter Zeit auch Alola Kokoboy. Weil davon brauche ich noch einen 100er und einen Shiny. Ja, und Arenen machen. Das habe ich jetzt die letzten paar Mal immer gemacht. Eine Menge Pandir gejagt. Ich habe jetzt zum Glück meine zwei Shiny Pandir. Deswegen jage ich die jetzt nicht mehr so hart, aber wenn hier und da mal eins in der Nähe ist, werde ich mir trotzdem welche gönnen, weil Shiny Pandir ist sehr gefragt. Aber viele Leute haben mich gefragt, yo Hong, wie findest du diese ganzen Quests? Diese Frage werde ich euch jetzt beantworten. Und zwar heißt die Seite, die gibt es eigentlich schon länger, letzte Zeit habe ich sie halt mehr verwendet. Und zwar gibt ihr einfach auf Google ein, Book of Quests. Nicht Book of Ra, Book of Quests. So heißt die Map. Ihr geht einfach da drauf und hier könnt ihr sehen, München, wow. Alle eingetragenen Quests in ganz München. Oder zumindest die Gebiete, die halt mitmachen, ist nicht ganz München. Ich schau mal kurz, welche Gebiete überhaupt. Oida. Das Gebiet hat sich schon ziemlich hart ausgebreitet. Alter, wie weit das geht, Mann. Po! Das ist heftig. Da unten nicht, okay. Alter, das ist, eigentlich ist es ganz München schon. Okay, hier Richtung Sollen ist nicht und... Und nach rechts geht's gar nicht. Rechts ist tot. Es geht. Okay, da hinten aber. Okay, Mann, rechts ist tot. Es geht nur bis zur Isar-Grenze. Als wären wir so gespalten. Okay, wir gehen mal näher ran. Wir gehen mal ein bisschen weiter rauf, da wo ich wohne. Da werden halt alle Quests eingetragen. Da seht ihr einfach alles. Ich muss sagen. Die Quests, die jetzt gerade da drin sind, sind nicht aktuell, weil heute um 3 Uhr nachts, früh, wie auch immer, hat ja das Event angefangen in Yokohama. Und dafür gibt es ja die besonderen GoFest-Quests. Dementsprechend wurden die Quests alle durchgemischt und das ist nicht aktuell. Woher weiß ich das? Das ist mein Stop zu Hause und der hat nicht die Driftlon-Quest. Die hätte ich natürlich gerne, weil ich brauche noch einen Shiny Driftlon. Mein Stop hier hat eine GoFest-Quest, deswegen stimmt das nicht ganz. Aber normalerweise stimmt's. Dann könnt ihr hier umschalten. Dann könnt ihr zum Beispiel den rausblenden, ausblenden hier. Dann werden alle ausgeblendet und dann könnt ihr nur noch das eintragen, was ihr gerne seht. Was in meinem Fall momentan hier Pandir ist natürlich. Alola Kokoboy. Triplon. Den jage ich jetzt nicht speziell, aber damit ich ungefähr weiß und sehe, hey, da sind viele, vielleicht gehe ich da doch hin. Silberne Ananas, nur so. Habe ich mal drin gelassen. Und Mankey, weil Shiny Mankey. Aber... Den jage ich auch nicht jetzt speziell, vielleicht wenn ich fertig bin mit ein paar Sachen hier. Aber momentan nicht. Nur Alola Kokoboy und hin und wieder noch Pandir. Da könnt ihr einfach da draufklicken, seht den Namen des Stops, welche Aufgabe es ist. Und ihr könnt einfach da draufklicken. Dann müsstet ihr zu Maps kommen. Genau. Da kommt ihr zu Google Maps. 3 Minuten zu Fuß von zu Hause. Da könnt ihr einfach eure Route planen. Ja, und so mache ich das. Die letzten paar Tage. Jetzt wollen viele natürlich wissen, ob ihre Stadt, ihr Dorf das auch hat. Geht einfach da drauf und dann zoomt da rein, wo ihr wohnt. Offensichtlich, wenn niemand das nutzt, niemand sich darum kümmert, dann habt ihr das nicht. Die werden nicht einfach automatisch angezeigt. Also nicht jeder Stop auf der ganzen Welt wird einfach angezeigt, automatisch, ohne was dafür zu tun. Früher war es so, also ganz, ganz früher, da haben wir es einfach immer in die Gruppen gepostet. Wenn irgendjemand irgendeinen interessanten Stop gesehen hat, eine interessante Quest, da gab es dafür extra Questgruppen, da hat man das alles reingepostet. Dann irgendwann kam Book of Quest, keine Ahnung woher das auf einmal kam. Und die Leute haben dann angefangen, die ganzen Sachen aus den Questgruppen manuell da einzutragen. Und dann konnte man auf die Map schauen und dann sehen, okay, das wurde alles eingetragen, das wurde alles heute gemeldet. War natürlich mühselig und nicht so viele Leute haben das gemacht. Und dann kam irgendwann ein Update, eine Erweiterung, wo man das über Telegram verbinden konnte. Und da konnte man hier zum Beispiel... ganz einfach über Telegram das melden. Hat natürlich vieles vereinfacht und es wurden mehr Quests gepostet. Aber natürlich immer noch nicht genug. Nicht in dem Ausmaß hier gerade eben. War okay, aber jetzt dann jedes Mal stehen zu bleiben und das einzugeben. Hey, hier ist die und die Quest. Klar kann man bei richtig seltenen, richtig krassen Quests machen. Habe ich auch ab und zu gemacht. Was war das?
Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich da früher gejagt habe. Aber ja, habe ich auch ab und zu gemacht. Ja, da kommt man natürlich nicht auf das Ausmaß, was ihr gerade gesehen habt, mit der ganzen Map. Das machen jetzt natürlich die bösen Bots. Bots scannen die Gebiete, ihr wisst es aus den Pokémon Go Maps. Und der Vorteil ist natürlich, die müssen nicht ein gewisses Level haben. Pokémon und IV Maps Scanner, die brauchen ja Bots auf Level 30. Und ja, auch Level unter 30 können dieselbe Quest holen. Dementsprechend denke ich mal, Map-Zeugs, ich kenne mich da nicht aus, aber das ist das, was ich mir natürlich offensichtlich denke. Weil für Maps braucht man Level 30 Accounts und Quests ist ja eigentlich egal, welches Level der Bot hat. Ja, ich wollte das eigentlich selber machen. Nachdem ich in Hannover war, nach meiner Deutschlandtour, habe ich das gesehen. Viele Städte, eigentlich jede Stadt hat das. München, map-technisch war das sehr weit hinten. Wir haben jetzt auch eine Raid-Map. Ist alles irgendwie miteinander verbunden. Aber man braucht halt eine gewisse Anzahl für so und solche Sachen. Dachte ich mir, persönlich starten wir erstmal mit Quest und dann Raids und dann vielleicht wieder IV. Bin zurückgekommen mit den ganzen neuen Erfahrungen, wollte das starten. Aber der Kollege Tobi hat sich währenddessen schon darum gekümmert. Und ja, seitdem haben wir eine laufende Quest-Map, die beinahe das ganze Gebiet von München abdeckt, ihr habt es gerade gesehen. Und dort einfach jede Quest scannt, was natürlich sehr chillig ist, man kann dorthin gehen und das suchen, was man will. Und wie gesagt, Raids werden jetzt auch gescannt, vielleicht mache ich dazu auch noch ein extra Video. Die wichtigste Frage, die ihr euch stellt jetzt natürlich, wie kriegt ihr das? Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht genau. Ihr müsst wahrscheinlich auf die Startseite oder Webseite gehen von Book of Quest und da mal eben Impressum schauen oder sowas. Ich muss sagen, bei uns hat sich Mubert, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, am Anfang sehr dafür eingesetzt und dafür gesorgt, dass das alles manuell eingetragen wird. Und dann, wie gesagt, Tobi ist dann mit den Bots gekommen und hat jetzt das übernommen. Und ich bin einfach nur einer, der das sehr gerne nutzt. Die Map selbst ist selbsterklärend. Man sieht halt die Symbole, die Quests. Man kann welche ausblenden, einblenden. Nichts Kompliziertes, nichts Schwieriges. Und dann geht man da einfach hin. Wie gesagt, ihr googelt das einfach. Geht zur Book of Quest, sucht dann rein in eure Stadt. Und vielleicht werden die Quests da angezeigt. Ich möchte noch was sehr, sehr Wichtiges sagen. Ich habe gerade das Video geschnitten. Und da ist es mir eingefallen. Es geht raus an alle Münchner. An alle Münchner, die Book of Quest hier für München verwenden. Alle, die sich jetzt die Pandia-Quest gesucht haben, alle, die auf die Map schauen und sich ihre Quest da raussuchen, vergesst nicht zu spenden. Ich werde auch noch einen Fuffi reinspenden, vielleicht auch sogar 100. Ihr müsst natürlich nicht so viel spenden, einfach nur, weil ich das so sehr gerne verwende und ich will, dass wir zum Beispiel auch wieder IVs bekommen. Und ich kenne den Kollegen Tobi, er macht eine gute Arbeit, das ist freiwillig, was er macht. Wir hatten jetzt so lange niemanden, der sich darum gekümmert hat und München war einfach tot und jetzt hat sich endlich mal wieder einer dazu bereit erklärt. Und das kostet natürlich Zeit und Geld. Und mit dem Geld zahlen wir natürlich nicht seinen Lohn oder sowas. Damit zahlen wir noch mehr Bots, damit mehr Gebiete laufen, damit es konstant läuft, damit es durchgehend läuft, damit dann auch zum Beispiel auch IVs wieder laufen könnten, damit die ganzen Raids gescannt werden und so weiter und so fort. Einfach um die ganze Sache am Laufen zu halten, am Leben zu halten und zu verbessern. Denn sobald er selber da Geld reinstecken muss, dann war es das. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ich kenne so viele Leute, ich sehe es doch in den ganzen Gruppen, die ganzen Leute, die ihre Shiny Panier posten, die ganzen Leute, die die Quest posten, die ganzen Leute, die die ganzen Quests weitergeben, vergesst nicht zu spenden. Auch wenn es 50 Cent sind, auch wenn es 1 Euro sind, wenn das jeder macht, der die Quest-Map wirklich nutzen würde, dann wäre das genug, um die nächsten 10 Jahre zu finanzieren. Wenn ihr nicht wollt, dass München wieder ins dunkle Zeitalter zurückgelangt, wo wir nichts haben, wo wir einfach tot sind, weder Quest-Map noch Raid-Map noch gar nichts, wo wir einfach wie Neandertaler uns gegenseitig was melden, dann vergesst nicht zu spenden. Ich mein's ernst, Leute. Das ist eine feine Sache, jeder von uns nutzt es. Und wenn es am Leben bleiben soll, dann müssen wir das auch unterstützen. Wenn wir nicht selber dafür sorgen und die Zeit investieren wollen, dann zumindest mit Support und Geld. Das ist das Wenigste, was wir machen können. Das ging jetzt nur an die Münchner. Nicht jeder soll sich jetzt hier angesprochen fühlen. Das ging an die Münchner, die die Map von uns verwenden. Und weiter geht's mit dem normalen Video. Also ich würde sagen, geht's auf die Seite, schaut's nach, ob das bei euch läuft. Ich meine, die meisten von uns sind Endverbraucher. Die allerwenigsten werden oder würden dafür selber sorgen. Und ich denke, jeder, der das selber kann und dafür sorgen würde, der hat oder hätte oder würde schon dafür sorgen, dass eure Stadt, euer Gebiet, euer Dorf die Quest Map und Book of Quest hat. Aber vielleicht gibt es da doch den einen oder anderen da draußen, der davon noch nichts wusste, sich aber auskennt oder das machen wollen würde für eure Stadt, euer Gebiet und sich jetzt da informieren wird. Ich bleibe hier oberflächlich, wir gehen nicht ins Detail, genau wie man das Ganze aufbaut für seine eigene Stadt und das Starten, weil wie gesagt, ich denke, die meisten von hier sind Endverbraucher, die wollen einfach nur die Webseite aufmachen, schauen, ob es geht, ob sie es haben oder nicht. Ich denke, die wenigsten würden das jetzt selber starten wollen. Das ist das große Geheimnis. Die Seite gibt es schon ewig.
geht's raus, probiert sie aus. Das ist fast von mir, Leute. Wie mal liken, subscriben, kommentieren. Check die Anomies ab, folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist your business.